Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Liam und in diesem Video wollen wir uns die aktuellen News anschauen und wir werfen zu Beginn gleich mal einen Blick auf den CoinMarketCap mit der aktuellen Marktkapitalisierung von 262 Milliarden US-Dollar. In den letzten 24 Stunden wurden 9,8 Milliarden US-Dollar gehandelt. Unter 10 Milliarden ist ja in der letzten Zeit wirklich nach und nach immer weniger geworden. Der Trend hat sich da halt auch wirklich fortgesetzt. Und Bitcoin-Dominanz von 45,1%. Und ja, bis zu den Top 90 sind wir überall im grünen Bereich. 97 Dentacoin und Kin 98 sind ja leicht bzw. etwas mehr Minus. Ansonsten wirklich nur grüne Zahlen. Wir hatten natürlich in der letzten Zeit einen ja, rapiden Preisabfall bei den gesamten Coins. Und ja, jetzt hat sich das ein bisschen erholt, aber das hatten wir in der letzten Zeit auch öfter, dass eine kurze Erholung kam und dann ging es wieder runter. Ist aktuell ein Markt für Trader. Hodler müssen jetzt ja dranbleiben und auf die Zähne beißen, sage ich mal. Aber ich sehe es langfristig alles positiv und ja, hoffen wir mal, dass bald wieder die Kehrtwende kommt und wir zumindest auf die 10.000 Dollar beim Bitcoin kommen und dort erstmal den Bereich halten, damit wir dann Step by Step wieder ansteigen. Vielleicht ist es aktuell auch eine gute Kaufoption, aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Das ist hier keine Anlageberatung und ich bin auch kein Anlageberater. Gut, dann gehen wir gleich mal zur ersten Neuigkeit und zwar geht es dabei um den Iran und ja, aus dem Iran kommen halt von der Politik und anderen Herrschaften dort ja, Kritik gegenüber dem Telegram, ja, der Telegram-App besser gesagt. Der ICO hat ja jetzt 1,7 Milliarden US-Dollar in den ersten zwei Runden eingenommen, wirklich immens. Also es ist der größte ICO der überhaupt gestartet ist mit 1,7 Milliarden, 850 Milliarden, dann nochmal 850 Milliarden und mal schauen, ob die bald die 2 oder mehr als 2 Milliarden sogar knacken werden. Es gibt ja noch eine dritte Runde und wer weiß, ob die da nicht erstmal auch weitermachen und weiter fleißig Geld einsammeln. Mit dem gesamten Geld können die natürlich etwas Immenses aufbauen, wenn es natürlich alles gut geplant wird und ja, mit guten Leuten auch umgesetzt wird. Jedenfalls kommt da halt Kritik und zwar hat da der Hassan Firouzabadi vom iranischen High Council for Cyberspace mitgeteilt, dass er halt das Telegram offiziell verkündet hat, dass es als Wirtschaftsplattform genutzt werden soll und Telegram wird die Nationalwährung des Irans untergraben. Naja, ob das wirklich dann so sein wird, sei mal dahingestellt, aber die haben halt einfach Befürchtungen oder einige Politiker da Befürchtungen, dass da halt Telegram weiter wächst, mächtiger wird. Und zwar ist es so, dass bei Telegram diverse ja, Gruppen oder Informationen, Videos geteilt worden sind im Iran, die dem Politik, dem Staat halt nicht gefallen haben vor längerer Zeit, wodurch halt diverse Demonstrationen auch ja zusammengekommen sind und Bilder natürlich dann an die Öffentlichkeit gegangen sind, die und Informationen an die Öffentlichkeit gekommen sind, die ja der Staat dementsprechend nicht gerne haben wollte und da haben die halt einfach Befürchtungen und möchten möglichst der Rouhani, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das der Präsident Hassan Rouhani hat dann halt auch gesagt, dass die halt das nicht verbieten möchten, Telegram, aber der Iran möchte halt eine Alternative dazu entwickeln. Und ja, die Alternative wollen die natürlich entwickeln, damit die halt mehr Kontrolle darüber haben. Dann geht es weiter nach Südafrika und zwar hat die Südafrikanische Zentralbank eine Selbstregulierungsorganisation für Kryptowährungen gegründet und zwar nennt die sich SARB und diese überwacht und reguliert derzeit zwar noch keine Kryptowährung,
Aber um die Anleger zu schützen und das Risiko ja, zu mindern, soll dann halt so eine, ja, eine Regulierungsbehörde da gegründet werden und die dieses dann natürlich auch überwachen soll. Ist auf jeden Fall auch, finde ich, ich sehe auch Südafrika jetzt nicht als negativ für Kryptowährung eingestellt. Da kommen wirklich viele positive Nachrichten aus dem Land und natürlich, Regulierungen sind überall aktuell im Gespräch, teilweise auch umgesetzt worden. Und hier haben die sich halt jetzt aktuell dafür entschieden, dass das halt eine Selbstregulierungsorganisation handeln soll. Ja, und dann gehen wir zur, ja, meiner Meinung nach größten oder wichtigsten Neuigkeit aktuell. Und zwar geht es dabei um den Milliardär George Soros. Das ist ja ein Hedgefondsmanager, beziehungsweise einer, ja, der erfolgreichsten, wenn nicht sogar der erfolgreichste Hedgefondsmanager. Und der möchte jetzt, oder so wie es aussieht, plant halt mit dem Handel von Kryptowährungen zu starten. Sein Hedgefonds, den er aktuell betreibt, hat einen Wert von 26 Milliarden US-Dollar. Und ja, das ist dann natürlich immens, wenn die wirklich jetzt dort einsteigen sollen. Es soll aktuell, also seit dem 6. April, wohl auf Hochtouren laufen, dass das demnächst gestartet werden soll. Der George Soros hat sich ursprünglich eigentlich ja, nicht wirklich positiv zu Kryptowährungen geäußert. Und zwar aufgrund der hohen Volatilität hat er halt im Januar gesagt, dass es nicht oder Kryptowährungen nicht als Zahlungsmittel geeignet sind. Und ja gut, letztendlich ist es ihm ja auch egal, ob es als Zahlungsmittel oder geeignet werden kann oder nicht, weil jetzt mit seinem Hedgefonds oder beziehungsweise mit seinen Hedgefondsmanagern, die ja arbeiten, er selber wird das wahrscheinlich kaum noch selber machen. Die arbeiten natürlich mit Hochleistungscomputern und können da dementsprechend diese Volatilität, die aktuell auftritt oder bisher immer aufgetreten ist in Kryptowährungen, natürlich sehr gut nutzen und dementsprechend diesen Hochfrequenzhandel unter anderem halt tätigen mit ja, sogenannten Supercomputern und speziellen Algorithmen. Können die dann natürlich innerhalb eines Tages, was weiß ich, aus 500 Dollar vielleicht, keine Ahnung, 50.000, 100.000 Dollar machen. Da kommt der, ja, Trader, der zu Hause sitzt, nicht, natürlich nicht hinterher, was die da natürlich auch mit dem Equipment, was die da haben und auch der Erfahrung, denke ich mal, leisten können. Kann natürlich, wenn viel Geld in den Markt reingepumpt wird, kann das positiv sein, aber es kann sich auch natürlich negativ auswirken, weil die, ja, das sind ja Haie in dem Fall, wie man es so schön auch sagt, und die können natürlich den Markt dann halt auch negativ beeinflussen. Ne? Wenn natürlich wieder ein Hoch ist, was weiß ich, die kaufen jetzt bei 7.000 und natürlich am Tag sind dann immens viele Trades, die dadurch getätigt werden. Und dieses kann natürlich auch wieder nach oben gehen vom Preis, aber kann natürlich auch wieder, wenn er vielleicht, was weiß ich, bei 8.000 oder 9.000 ist, wieder ganz schnell runtergehen. Das wird sich dann halt im Laufe der Zeit auch, ja, darstellen, wie es sich dann wirklich für den Markt positiv oder negativ entwickelt in dem Fall. Die Problematik ist halt auch bei, ja, George Soros ist ja, ich glaube, auch bei Apple sehr groß drinne und auch bei eBay meiner Meinung nach. Da hat er auch investiert und er ist auch also einer der Großinvestoren bei eBay. Und ich glaube, er hat auch dafür gesorgt, dass PayPal sich von eBay abspaltet. Also kann man mal sehen, was der für eine Macht hat. Und auch bei Apple war auch mal, hat er auch diverse, ich weiß gar nicht, ob das jetzt 2 Jahre her war oder drei, da hat er halt auch ja, diversen Druck ausgeübt, um, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ich glaube, das ging dabei um Dividendenauszahlungen, aber nagelt mich darauf bitte nicht fest. Jedenfalls hat dieser Mann aufgrund natürlich dem Investmentvolumen, was er ja an der Hand hat und wo er halt auch investiert ist, immens viel Macht und kann natürlich auch den Markt umso mehr dann halt beeinflussen und manipulieren.
Und das ist halt auch eine Kritik, die da natürlich auch nicht vergessen werden sollte oder eine Problematik, die dann dahinter steckt. Aber letztendlich vielleicht kommen dann halt noch mehr Großinvestoren mit rein und ja, umso mehr Investoren, vielleicht steigt dann der Markt auch weiter und mehr Vertrauen kommt dann wieder in Kryptowährungen, mehr Regulierung, die sich vielleicht auch positiv dann auswirken können. Das Einzige, was man also selber kann man da nur dafür sorgen, damit der Markt wirklich weiter wächst. Und Großinvestoren ist einerseits gut, andererseits ist es, kann es negative Auswirkungen haben. Meiner Meinung nach ist es am besten, wenn natürlich viele, viele, ja, unser einer, also kleine Investoren in dem Markt sind, die halt an die Kryptowährung glauben, die Langzeit investieren und ja, sogenannte Hodler sind vielleicht, um dann den Markt auch stabil wachsen zu lassen und ja, die, ich sag mal, den Einfluss dieser Hochfrequenz-Trader so zu minimieren, damit die Kurse nicht immer auf und ab gehen und es ja langfristig sich für uns alle positiv entwickelt. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass ja jeder von uns da seinen Beitrag zu leistet, ob jemand jetzt zum Beispiel noch einen YouTube-Kanal eröffnet oder halt seinen Bekannten oder Freunden halt davon erzählt und vielleicht hat der ein oder andere halt jeder 3, 4, 5 oder 10 Leute irgendwas erzählt und 1, 2, 3 investieren vielleicht in den Kryptomarkt dann halt auch. Und langfristig wird es dann sich auch ja, gesund entwickeln, sage ich mal, anstatt jetzt ja diese professionellen Trader, die Großtrader in dem Fall, die dann doch sehr viel Einfluss hätten. Wenn man überlegt, 26 Milliarden US-Dollar haben die da halt zur Verfügung. Ich sag mal, die werden wahrscheinlich nicht mit dem gesamten Geld da reingehen. Das wären schon mal 10% aber vom Markt. Aber die haben da natürlich schon einen immensen Einfluss auf den Markt. Wenn wir uns das ansehen, wir hatten heute in den letzten 24 Stunden keine 10 Milliarden. Das wäre weniger als die Hälfte von dem, was die theoretisch zur Verfügung hätten. Also ist nur theoretisch. Natürlich werden die nicht damit komplett reingehen, aber man muss sich einfach vorstellen, wenn 3, 4 ja, Hedgefonds, sage ich mal, dabei sind, dann ja, haben die den Markt eigentlich fast komplett unter Kontrolle. Wobei der Markt natürlich auch aktuell von einigen Investoren natürlich auch manipuliert wird. Und das kann man, dem kann man nur entgegenwirken, indem halt noch mehr oder viele, viele kleine Investoren drinne sind, die halt auch langfristig investieren und ja, an die Technik und an die Kryptowährung selbst glauben. Ja, das soll es halt auch gewesen sein mit den News von heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn ihr noch irgendwelche Informationen habt oder wie eure Meinung halt dazu ist, ob ihr das positiv sieht oder negativ, wenn halt so ein Großinvestor oder viele Großinvestoren in dem Fall im Markt sind. Lasst mich das wissen, nutzt den Kommentarbereich dazu, abonniert meinen Kanal und ich wünsche euch noch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.